Katze in einem Laufrad süß. Ja, ne. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Okay. Also die brauchen hier Katzen ganz schön. So, gucken wir mal, was Poki sagt. Oh je, ich glaube, ich fürchte, für die nächsten zwei Screens wird ein großes gegenseitiges Entschuldigung fällig. Ihr seid ja jetzt gerade erst reingestolpert und kennt natürlich das ganze Unglück bislang nur aus Pong's Let's Play oder eben aus der legal erworbenen Version, die eben nicht als Trilogie-Edition rausgekommen ist. Ihr habt euch ja natürlich ganz brav und bürgerlich, wie ihr seid, die Trilogie nochmal gekauft, obwohl ihr die ersten drei Spiele schon im Regal stehen habt, als wahre Sammler. Ja, alle, auf die das zutrifft, da kommt das, Entschuldigung, vielleicht ein bisschen spät. Für die anderen kommt es ein bisschen früh. Denn hier sind wirklich die unerhörteste, heftigste Denkleistung gefordert, die ich, glaube ich, jemals in einem Spiel verpackt habe. Es ist ein Kombinationsrätsel, das sich über zwei Screens erstreckt, wo man sich quasi auch noch die Aufgabenstellung ganz lose aus einem Dialog herleiten muss, ohne dass man das Objekt, das man braucht, um dieses Problem zu lösen, überhaupt sieht, muss man halt über 10 bis 20, vielleicht sogar 30 Ecken denken. Bei diesen Ecken sind auch ein paar sehr absurde mit dabei. Wenn man im Kopf die Rätselkette vorzeichnen will, was muss ich eigentlich hier tun, um weiterzukommen? Das ist sehr gehässig. Nichtsdestotrotz mag ich diese Rätselkette sehr gerne, denn es werden niedliche Kätzchen unter Drogen gesetzt und es wird das Erdmagnetfeld manipuliert und es kommt Knickerfolie zum Einsatz und am Schluss steht dann auch noch ein richtig gutes, kleines Out-of-the-Box-Rätsel, das nicht besonders schwierig ist, aber eben schön Out-of-the-Box, weil man tatsächlich das Rätsel ohne die herkömmlichen Adventure-Mechaniken lösen muss. Sondern ein bisschen darüber hinaus denken. Ich spiele hier diese Nummern auf dem Post, wie ein Kennzeichnungsbild, weil er gibt ein Bild Mitte an. Das ist schon kennen. Wenn ihr von selbst drauf gekommen seid, Respekt. Wir sind noch nicht drauf gekommen. Ich muss dazu sagen, wir haben uns das gekauft. Und, also wir haben uns gleich Trilogie gekauft und nicht vorher die anderen Teile schon gespielt. Also ich bin auch relativ neu hier in dem Spiel. Fehler. Und dann halt nicht. Dementsprechend ist das hier alles neu. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Wir haben ja noch einen. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht. Schon wieder ein leichtes Bleigewicht. Was? Die ein
Ja, ja. Taube aus kleinen. Kurr. Okay, also da hinten können wir aber nicht hin, ne? Wir können aber hier auch hoch. Was ist das denn? Hey, huhu. Hallo. Hm? Ja? Was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Kletus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Kletus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Hm. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Willst du in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Wirst du nicht mal müde? Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kurak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Hm. Vom bescheuert Aussehen. Okay. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausbauen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ist das nicht faszinierend? Ja, das ist nicht faszinierend. Okay. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ja, schön. Schatz, das Taubenfutter ist alle. Okay. Was der Papagei macht, boah. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Hallo, Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Ah. Alles Lügen. Okay, jetzt haben wir den Papagei. Vielleicht. Oh, können wir den Papagei nach da oben tun? Das wäre ja jetzt... Das würde dem Papagei wahrscheinlich gefallen, kann er aber vergessen. Hm, okay. Die gute Post. Was können wir machen? Was können wir machen? Fragen über Fragen und wir müssen sie beantworten. Wir gucken mal.
Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus, hier steht Holz. Tja, Herr... Oh, warte mal. Wo gibt's denn... Fernschreiber. Können wir auch einfach immer noch... Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Okay. Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf... Wollte ich ja gar nicht. Ich wollte eigentlich so machen. Was haben wir denn noch hier? Wir haben die zweite zur Auswahl, oder? Wenn da der sich verbummelt. Ich habe zu tun. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Das macht die Arbeit. Ich weiß auch nicht, was da denn los ist. Irgendjemand belegt hier ständig eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Wirst du nicht mal müde? Nein, heute ist schon mehr los als sonst. Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der endlos Gespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen können. Glaube ich auch. Wie die gucken. Aber man weiß doch nie. So. Mann. Fehlt uns doch irgendwas, fehlt uns doch. Und der Wünschelrute da. Nanu, er ist weg. Naja, auch gut. Okay. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. War sie aber nicht. So, aber jetzt komme ich hoch. Orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumrede. Ich liebe es, dort zu spielen. Was? Ja. Schön ist, dass wir jetzt auch gerade gar nicht wissen, wie es geht. Jeder weiß, dass sich Brieftauben am Erdmagnetfeld orientieren, aber nur Profis. Wir Rufus wissen, dass sich dicke Tauben an starken Erdmagnetfeldern orientieren. ja. Schwache, mit diesem Spiel. Ne? Drehen sie. Ach, wir sollen die Scheibe drehen. Schön ist auch. Können wir nur
das in der Mitte drehen? Jo, irgendwie können wir das nur in der Mitte drehen. Nein, doch nicht, ja. Weiter drehen passiert da nichts. Okay, so da. Ja. Stark, mittel, leicht. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ja, das. Jetzt mal so ein Gerücht. So, mal gucken. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus. So, ja, das. Was? Die armen kleinen Kätzchen. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus. Hm. Und nu? Ist nicht das wirklich passiert? Moment. Was könnten wir noch machen? Vielleicht war das doch nicht richtig. Was? Ah, nein, ah. Nein. Brr. Ja. Brr. Hm. Wie habe ich einen Denkfehler drin? Habe ich das Gefühl? Oder mal gar keinen mehr. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Aber ich kann irgendwie immer nur die. Okay. Zwei, zwei. Zwei, zwei. Gurur, gurur. Ja, ja. Freu dich. Jetzt hat der drei. Zwei. Nee, das kann nicht sein. Brr.
3. 2. Irgendwie, das ist doch... Oh, ist das schwer hier? Aber das andere haben wir ja auch geschafft. Das andere haben wir auch geschafft. Wie können wir das nochmal... Nein, resetten können wir das nicht. Ich will hier 2 haben. Nee, hier will ich 3 haben. Hier will ich 2 haben. Und da will ich 1 haben. Ich hab einen noch. Ne. Ne. Das Spiel ist uns. Gururu. Alter, das Spiel ist uns. Das ist brutal. Zwei. Zwei. Zwei, 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 drei, zwei, eins, drei, zwei, eins, zwei, zwei, zwei. Jetzt stopp, stopp. Ich, da ist auch noch ein Lehrer bei ihm. Jetzt haben wir es einfach komplett umgedreht. Auch nicht schlecht. Ist so übel. Weiter, 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 weiter. Guru, guru, guru. So. Guru. Nein, das war... Nein. So, jetzt haben wir die Dame weg. Das ist aber gar nicht, was wir wollten. Gururu, gururu. 2. Zack. Zack, zack. Oh, das dreh dich doch. So. So. Dreht sich auch nie so, wie man will, ne? 2, 2, 1 ist nicht so gut. Ich muss die da nach oben. Na, komm, ein weiter. Ne. Ne! Das gibt's nicht. 2, 2, 2. Es ist echt ein Rätsel, wie die das hier wollen. Ich will, genau, das will ich jetzt haben. So. 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 Das ist ein Heavy
Rätsel. Man das besser beeinflussen könnte, ne? Aber dass das hier immer so hakt, nervt schon so leicht. Es geht um die Substanz. Drei, zwei. Ja, wir wollen aber in der Mitte nur einen haben. Erst reagiert es gar nicht und dann reagiert es auf einmal doppelt. Das ist ja super, super. So. Rein. Also rein theoretisch. Den so haben. So haben. So haben. Oh. Brrr. Brrr. Nee. Brrr. Nochmal. Brrr. Ja, ja, gururu, gururu. Brrr. So. Brrr. Yeah. Jetzt haben wir es komplett leer. Was ist das denn für eine Logik? Brrr. Oh Mann, ey. Ja, komm schon. So. Bringt uns das nichts. So. Bringt uns das. Die dreht sich ein weiter. So. Oh, gut. Ist ja nicht so, als würden die Tauben einen auf den Sack gehen. Nein. Es ist unfucking fassbar. So, ein bisschen. Jetzt haben wir das. Das Spiel verarscht mich. Das disst mich. Ohne Scheiß. Nur das will ich umgedreht. Das gibt's auch nicht. So will ich das haben. Danke. Danke. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Hey, Kuhu. Hallo. Hm, bist du schon wieder? Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die braucht also. Na, ich gehe dann. Mach das. Du solltest. Sehe ich genauso. Hey, hey, hey. Achso. So, hier. Ich habe hier diese Geschenke. Was? Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinen Tauben verschlagen.